Ein neues Werkzeugvideo. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier aus meiner Werkstatt. Ich bin der Michael und heute geht es um diesen Bohrhammer. Denn ich habe ihn gerade reingesteckt. Er funktioniert nicht mehr. Und bevor er komplett aufgegeben hat, hat er geruckelt, also wie so ein Wackelkontakt, sage ich mal. Hat auch etwas gequalmt und gestunken. Er hat ein ganzes Haus mit renoviert. Bei unserem Haus jetzt hat er aufgegeben. Er ist ein bisschen zu schade zum Wegwerfen, weil er relativ leicht ist. Leicht und handlich. Und dafür dann doch eine ausreichende Leistung, sage ich mal, für kleine Sachen hat. Er hat 850 Watt. Nennt sich EBF 850K. Von dem namhaften Hersteller Economy. Keine Ahnung, ist ein No-Name-Teil, zu schade zum Wegwerfen und deshalb schaue ich mir jetzt an, wo das Problem liegt. Und ich habe auch schon eine Vermutung. Bevor ich an dem Ding rumschraube, ziehe ich natürlich den Stecker wieder raus. Es wäre unschön. So, meine Vermutung sind die Kohlen. Und das Schöne ist, die sind zugänglich. Der hat hier, oh scheiße, gut, das Ding ist auch schon hin. Er hat hier solche Schraubnippel, die man rausnehmen kann. Und dann kommt man an die Kohlen ran. Ja, da ist nicht mehr viel da. Da ist nicht mehr viel drauf. Das sind noch so 3-4 mm. Und die ist auch sehr stark eingelaufen. So, die zweite Seite sieht genauso aus. So, wenn ich bis auf den Kollektor messe, habe ich hier 30 mm und die Auflagefläche von der Kontaktplatte sind 10. Das heißt, 20 mm von der Anlagefläche der Kontaktplatte bis zum Kollektor. Aufgrund der Feder lässt sich das hier nicht wirklich gut handeln. Ja, es kommt gerade so hin. Also wahrscheinlich ist einfach nicht mehr genügend Druck auf den Kollektor, vermute ich. Vielleicht ist auch was ganz anderes. Ich werde jetzt Kohlen besorgen. Und zwar sind die 6,4 x 7,4. Ich werde mir jetzt Kohlen besorgen mit dem gleichen Querschnitt und hier mit so einer Kontaktplatte dran und werde einfach ausprobieren, ob es an den Kohlen liegt. Tada! Ich habe Kohlen besorgt, 6 x 7 mm. Ja, knapp unter 7, knapp unter 6. Die haben aber eine etwas anders geformte Kontaktplatte. Ich hoffe, die passen trotzdem. Aber was definitiv der Fall ist, wenn die mal genauso lang waren, sind die schon deutlich verschlissen. Die Kohlen hier verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und die werde ich jetzt einbauen und dann werden wir sehen, ob das Ding wieder läuft. Die haben ein bisschen Spiel da drin. So richtig gefällt mir das nicht. Aber ja, ist jetzt halt so. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich die hier reinbekomme. Oh. Dann schauen wir mal, was passiert. Und es passiert nichts. Okay. Dann schaue ich mal, ob ich da irgendwie an den Kollektor komme. Stecker ist natürlich wieder draußen. Okay. Da geht es nicht weiter.
dann schraube ich den Motor jetzt hier ab. Und dazu muss als erstes der Griff ab. Wenn ihr sowas macht, passt auf, dass ihr die Schrauben nicht durcheinander bringt. In dem Fall kann man die eindeutig unterscheiden. Bevor ich den Motor abschraube, schraube ich mal den Griff auf und schaue mir den Schalter an. Nicht, dass der Schalter keinen Kontakt hat, dass der Schalter kaputt ist. Bevor ich jetzt den Motor weiter zerlege, schaue ich da lieber nochmal nach. Als erstes überprüfe ich, ob am Schalter Spannung anliegt, wenn der eingesteckt ist. Er ist jetzt noch nicht eingesteckt, deshalb kann ich jetzt hier noch dran rumfingern. Passt da höllisch auf. Wenn ihr jetzt das Netzkabel einsteckt und das ist hier offen, dass ihr keine gewischt kriegt. Das heißt, sobald das Netzkabel drin ist, nur noch mit den Messspitzen ran und nicht mit den Fingern an diesem Ding rummehren. Da der ja mit 220 Volt läuft, ist das auch kein Spaß. So. Also Spannung liegt an. Das ist schon mal nicht das Problem. Stecker wieder rausziehen, ganz wichtig. So, als nächstes schaue ich, ob der Schalter funktioniert. Der hat hier Pfeile drauf, die deute ich jetzt so, dass wenn der betätigt ist, die beiden Pole verbunden sind. Das heißt, ich messe jetzt die beiden im nicht betätigten Zustand mit dem Durchgangsprüfer. Da ist kein Durchgang. Bei den beiden auch nicht. Und jetzt betätige ich den Schalter. Und da ist Durchgang. Und bei diesen beiden, ich betätige wieder den Schalter, ist auch ein Durchgang. Also das heißt, der Schalter funktioniert. Spannung liegt an, wenn der Stecker drin ist. Jetzt ist er natürlich nicht drin, weil ich hier dran rumfummel. Der Schalter funktioniert und schaltet die beiden Pole durch. Also ich gehe davon aus, elektrisch passt hier alles. Und jetzt schaue ich, dass ich den Motor abschraube. Die Schrauben sind relativ lang, das heißt, das Teil ist mit der gleichen Schraube mit verschraubt. Und in diesem Teil wird mit diesem Hebel zwischen Hammer und Nicht-Hammer umgeschaltet. Das heißt, hier ist irgendeine Art Getriebe drin und somit sollte ich da jetzt beim Auseinandernehmen tierisch aufpassen, dass mir nicht alles entgegengeflogen kommt, damit ich nicht wieder ein Puzzle habe. Da habe ich nämlich gar nicht so richtig Lust zu. Ah, sehr schön. Oha. Ah, okay. Tja, und der sieht mal richtig scheiße aus. Hier sieht man richtig, wie diese Platte hier, wie die hier ja seitlich weggebrannt ist, sozusagen. Also so sollte es aussehen, so wäre in Ordnung. Der hat auch hier kaum Laufspuren, das sieht eigentlich echt gut aus. Und ihr seht hier, der Spalt, der ist halt ja gerade so wie mein Schraubendreher, so vielleicht so einen halben Millimeter oder so. Und hier seht ihr, kaputt. Ja, ich hatte ja gehofft, dass es schnell geht, dachte aber, dass es mit dem Auswechseln der Kohlen gemacht ist. Jetzt geht es auch schnell, weil das kann ich nicht reparieren. Hier ist auch richtig, ja, eine richtige Oxidschicht drauf. Also hier hat er definitiv keinen Kontakt mehr gehabt, so wie der verbrannt war. Ihr seht ja hier in dem Bereich hat er auch geschmort, also es kann jetzt halt sein durch die Hitze von hier. Es hat auch eventuell ja, Funken gegeben,
leicht gebrannt da drin. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier irgendwo auch der Kontakt kaputt ist. Hier sehe ich auch ein Stückchen Draht. Ja, wahrscheinlich ist es auch abgerissen. Wahrscheinlich hat eine Spule gar keinen Kontakt mehr. Ich baue den jetzt trotzdem zusammen und schau mal, ob ich ihn nochmal zum Laufen bringe. Dann Strom. Nee, nix. Ja, schade eigentlich. So, dann schaue ich mir nochmal den Anker an und schaue, ob man den vielleicht irgendwie bekommt. So, und da haben wir jetzt das Getriebe. Sieht bisher jetzt auch nicht so aus, als wenn man es nicht wieder zusammenbekommen würde. So, und da ist die Welle vom Motor. Ah, ist einfach nur reingesteckt. So, da ist das gute Stück. Der Anker mit einem, ja, Gebläse und oben dran, beziehungsweise das ist direkt Teil der Rotorwelle, das Ritze mit 15. Jetzt schaue ich mal, ob ich dieses Teil irgendwo als Ersatzteil bekomme. Da ist er, der Übeltäter. Leider finde ich ihn nicht im Netz. Ich finde keinen Ersatzteil. Es gibt tatsächlich solche Rotoren für andere Maschinen, für Makita, für Bosch-Maschinen, für Hilti habe ich gefunden. Ich habe nach sämtlichen Bezeichnungen auf dem Typenschild von der Maschine geschaut. Also nach dieser EBF 850K, die ich euch schon am Anfang vorgelesen habe. Ich habe auch nach der Artikelnummer HDM 1015 gesucht. Ich finde für die Maschine keinen Ersatzrotor. Und die ganzen Rotoren, die ich gefunden habe, die kosten zwischen 10 und 30 Euro inklusive Versand. Das fände ich okay. Und hätte ich das Teil gefunden, dann hätte ich die wahrscheinlich reparieren können. Ja, ist schade. Ist eine schöne, kompakte Maschine. Ließ sich gut mit ihr arbeiten, als sie noch funktioniert hat. Ich hätte sie gern repariert, ich hätte sie gern weiter benutzt und hätte sie gern weiter als Backup auf der Baustelle gehabt. Warum zeige ich euch das Video trotzdem? Ganz einfach, ich will euch motivieren. Wenn ihr ein defektes Gerät habt, schaut, ob ihr es reparieren könnt. Haut es nicht gleich weg, schaut, ob ihr es reparieren könnt. Genauso wie diesen hier. Den habe ich vor 3 Jahren repariert. Video gibt es ja hier auf dem Kanal dazu. Ist auch ein Video, was schon vielen geholfen hat. Ich habe viele Kommentare von Leuten drunter, die sich bedanken, weil sie ihren Schrauber wieder zum Laufen gebracht haben. Und das finde ich richtig klasse. Ja, und der hier funktioniert immer noch. Vor 3 Jahren, wie gesagt, repariert. Und ihr seht es ihm vielleicht auch an. Er wird momentan sehr viel benutzt auf der Baustelle. Er wird nicht geschont. Und er funktioniert. Und wenn da mal wieder der Motor hin ist, naja, dann tausche ich halt den Motor wieder aus. Den würde ich auch austauschen, wenn ich ihn finden würde. Wenn ihr ein Markengerät habt, findet ihr auf jeden Fall unter der Bezeichnung, also wenn es das gibt, findet ihr so einen Anker. Und die haben aber alle einen anderen, ein anderes Gebläse, anderes Gebläserad, teilweise auch andersrum drauf. Und die hatten auch alle andere Zähnezahlen. Beziehungsweise bei denen, wo es dabei stand, die hatten 6 Zähne, die ja, wie gesagt, hat 5 Zähne, passt also nicht. Bei Bosch-Geräten habe ich sogar Explosionszeichnungen mit Teilenummern gefunden. Also man kann diese Geräte reparieren. Wenn du es dir nicht zutraust und auch keine Erfahrung mit der Elektrik hast, dann lass die Finger davon, lass den Griff, in dem Fall den Griff, zugeschraubt. Es ist ein Gerät, was mit 230 Volt läuft und das heißt, wenn ihr dort eine gewischt kriegt, kann das tödlich enden. Deshalb schraubt dann nur an der Elektrik rum, wenn ihr Erfahrung habt. Ansonsten lasst da die Finger von. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich hoffe, es motiviert euch, wenn ihr ein defektes Gerät habt, das selbst zu reparieren. Und ich hoffe, dass ihr dabei auch mehr Erfolg habt, als ich heute hatte. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der Werkstatt. Bis dahin. Ciao.